Hallo und schön, dass ihr auf meinem Kanal vorbeischaut. Ich bin Jacovinio und in diesem Final Fantasy VII Rebirth Guide soll es um den Bossfight gegen Neo Bahamut gehen. Die optimale Vorbereitung für die beiden schwersten Challenges im Game für Freundschaftsbeweis und das Zeug zum Heldentum mit Zack bzw. Zephyros. Ich werde euch jetzt hier zu dem Boss meine Tipps und Tricks geben, werde euch natürlich in dem Video auch zeigen, wie ihr den Kampf optimal simulieren könnt und was ihr dafür für Einstellungen tätigen müsst. Genau darum soll es in dem Video gehen und los geht's. So Leute, dann lasst uns mal starten. Ganz, ganz wichtig zu wissen ist natürlich, was ihr hier einstellen müsst in den Settings, damit ihr den Bossfight optimal wirklich 1:1 simulieren könnt. Ich zeige euch das Ganze mal. Ihr geht hier einfach unter System, dann unter Einstellungen, Gameplay und dann ist ganz wichtig, dass ihr das Ganze auf dynamisch stellt und das ist dann genau der Schwierigkeitsgrad, den ihr braucht, der höchste Schwierigkeitsgrad, wo ihr dann wirklich 1:1 auch die Attacken habt und gegebenenfalls den Schaden nehmt, den der Boss euch dann auch in das Zeug zum Heldentum oder in Freundschaftsbeweis dementsprechend zufügen würde, damit ihr das Ganze wirklich perfekt simulieren könnt. Ich zeige euch natürlich einmal noch hier mein Materia- und Ausrüstungsbild, habe ich in den Challenges auch schon gemacht. Könnt ihr sehr, sehr gerne nochmal auschecken. Halt die kompletten Challenges mit Zack und Zephyros werde ich euch auch nochmal verlinken. Ich spiele hier mit dem Runenschwert, Cetra Armschutz und dem Genji Armschutz. Dann Schnellzauber in Verbindung mit Luft. Magieverstärkung in Verbindung mit Gewitter und Luft. TP-Absorption in Verbindung mit Luft, MP-Absorption in Verbindung mit Luft, ATB-Boost, Magie-Boost und dann hier ganz wichtig Erstschlag mit die wichtigste Materie, ist das effiziente Blocken, werde ich gleich nochmal drauf eingehen. Und dann habe ich hier ursprünglich in den Challengers gehabt Elementaraffinität in Verbindung mit Glut, damit ich mich bei drei Bossen dementsprechend heilen kann, um das Ganze hier optimal zu simulieren, weil ich natürlich nicht Zephyros und Zack zur Verfügung habe, wo ich beispielsweise mit Zack dann direkt Ena auswirken könnte, habe ich hier noch einmal stattdessen die gestärkte Attacke reingepackt. Ja, das ist mein Materia- und Ausrüstungsbild mit Cloud und dann kann es eigentlich auch schon losgehen mit dem Bossfight. Ich zeige euch nochmal das Ganze, was ihr dann hier im Kampfsimulator natürlich auch starten müsst. Auch das ist ganz, ganz wichtig, dass ich euch nochmal zeige, wo ihr hier gegebenenfalls genau drauf geht, falls ihr euch auf die Challenges vorbereiten wollt. Und das ist natürlich hier unter Esper. Ihr könnt beispielsweise dann natürlich auch gegen den Titan, Phönix, Alexander, wie auch immer. Oder natürlich jetzt hier in dem Beispiel gegen Neo Bahamut oder auch gegen Odin spielen. Und dann ist es ganz wichtig, auf voller Stärke das Ganze einzustellen. Das ist ganz, ganz wichtig. Hier keine Schwächungsstufen rein, sondern auf voller Stärke und dann natürlich dementsprechend gameplay-technisch auf dynamisch. Dann habt ihr hier die perfekte Vorbereitung und jetzt lasst uns hier mal mit meinen Tipps und Tricks starten. Da habe ich euch wirklich eine Menge zu zeigen. Bevor wir hier mit dem Video starten, möchte ich euch gerne auf meinen Partner Instant Gaming aufmerksam machen. Hier bekommt ihr wirklich alles, was das Gamerherz begehrt, zu absoluten Toppreisen für jegliche Konsolen. PC, PlayStation, Xbox, Nintendo, alles am Start. Ihr seht hier Assassin's Creed Shadows ab dem 15. November. Ich kann es kaum noch erwarten. Wird natürlich auch auf meinem Kanal kommen zu einem mega, mega nicen Preis. Checkt das Ganze auf jeden Fall sehr, sehr gerne aus. Der Link zu Instant Gaming befindet sich in der Videobeschreibung. Unterhalb von jedem meiner Videos. Wenn ihr dann bei Instant Gaming was kauft, würdet ihr natürlich mich und meine zukünftigen Projekte dementsprechend sogar noch damit unterstützen. Also eine sehr, sehr feine Sache, wenn ihr den mögt. Wie gesagt, checkt das Ganze mal sehr, sehr gerne aus. Wenn ihr auf den Link klickt, ist das Ganze natürlich vollkommen kostenlos. Das ist ganz, ganz wichtig. Und jetzt lasst uns mal hier schauen, wie ihr den Boss ganz, ganz easy und entspannt eliminieren könnt. So, dann lasst uns mal mit dem Bossfight gegen Neo Bahamut starten. Ich werde jetzt meine ganzen Tipps und Tricks hier raushauen. Die ganzen Vorbereitungen sind erledigt. Ihr kennt mein Materia-Bild. Auch die ganzen Einstellungen, wie ihr das Ganze optimalerweise dann trainieren könnt, beziehungsweise auf welcher Stufe. Es ist natürlich so, dass es mit Zack und mit Zephyros wesentlich einfacher ist. Habe ich schon ein bisschen angeschnitten. Mit Zack könnt ihr beispielsweise direkt Ena und auch Hast
casten, mit Sephiroth beispielsweise den Erzengel, selber dann Ena casten, wodurch alles natürlich viel, viel einfacher ist. Ihr habt noch einen anderen sehr, sehr starken Charakter an eurer Seite. Und deshalb ist das ganze Training hier so optimal. Ich denke, es ist der zweitschwerste Boss nach Odin. Zu Odin habe ich auch bereits ein separates Video gemacht, werde ich euch nochmal verlinken. Könnt ihr auch sehr, sehr gerne natürlich nochmal auf meinem Kanal auschecken. Und dann lasst uns mal starten. Ihr lernt natürlich hier optimal seine Angriffe kennen. Am Anfang natürlich wieder ganz, ganz wichtig, sofort in die Offensivhaltung reingehen. Deshalb mache ich hier mal auf Stopp. Einmal Dreieck und R1. Ihr seht, wie schnell sich dann die ATB-Balken füllen. Die Limit-Leiste, auch ein bisschen die Schockleiste. Das ist nicht so krass wie bei Odin, aber wenn ihr hier in der Offensivhaltung blockt, dann werdet ihr auch Neo Bahamut deutlich schneller in den Schock bekommen. Deshalb versucht immer, wenn es geht, wenn ihr euch hier die Angriffe eingeprägt habt, Dreieck, R1, in der Offensivhaltung, wie gesagt, dadurch werdet ihr ein Limit ganz, ganz safe am Start haben gegen Neo Bahamut. Und ganz, ganz wichtig, die ATB-Balken füllen sich viel, viel schneller, wodurch ihr dann immer Luftstufe 3 casten könnt. Denkt bitte daran, ganz, ganz wichtig. So, dann stelle ich mir hier natürlich die entfesselte Offensive ein. Neo Bahamut ist, denke ich, dahingehend einfacher als Odin, weil er nicht so ein ganz großes Repertoire an Angriffen hat. Gerade hier in der ersten Phase müsst ihr sehr, sehr viel ausweichen. Hier muss ich natürlich jetzt einmal Ena für mich casten, für die gestärkten magischen Attacken. Das hätte ich natürlich sonst mit Zack gemacht an der Stelle. So, dann versucht er hier seinen fesselnden Griff. Dem könnt ihr relativ einfach ausweichen aus der Distanz. Und dann kommt die Partikelaufladung. Ich mache mal hier einmal auf Stopp. Genau hierfür habe ich mir jetzt auch meinen ATB-Boost aufbewahrt. Den habt ihr natürlich auch immer am Start. Bitte denkt daran, wenn ihr den Materia-Bild übernehmt, dass ihr alle 90 Sekunden hier ein schönes Double-Up habt. Gerade am Anfang ist es sehr, sehr wichtig. Und hier schon der erste große Gamechanger nach der effizienten Blockenmaterie, worauf ich schon eingegangen bin, ist, dass immer Ena aktiviert sein muss. Dadurch könnt ihr dann auf die beiden Flügel links und rechts jeweils Luftstufe 2 wirken. Dann ist er hier sofort schockanfällig. Ihr könnt in der entfesselten Offensive ran, ihm unheimlich viel Schaden zufügen, füllt natürlich dementsprechend die Schockleiste mit Luftstufe 3. Bitte achtet auf dieses kleine Symbol unter Cloud immer aus dem Augenwinkel oder macht gegebenenfalls mal kurz auf Stopp. Ihr müsst sehen, dass Ena immer aktiv ist. Ansonsten könnt ihr mit Luftstufe 2 hier nicht die Flügel abtrennen bzw. beschädigen. Da müsstet ihr Luftstufe 3 casten oder mit dem anderen Charakter. Das ist viel zu kompliziert. Bitte achtet, wie gesagt, auf Ena, dass ihr das immer aktiviert ist oder dass ihr das auffrischt. Ganz, ganz wichtig. So, und dann machen wir mal weiter. Ena ist aktiviert, dann Luftstufe 2, einmal links, einmal rechts, sofort wieder in die wahre Offensivhaltung, entfesselte Offensive, schön ran. Und dann gibt es das erste Mal hier volles Programm Luftstufe 3, das ist ganz, ganz wichtig. Hier ist der nächste große Tipp, den ich euch geben kann. Ich mache hier wieder auf Stopp. Sobald ihr Luftstufe 3 ausgeführt habt in der entfesselten Offensive, ist er ganz, ganz kurz gestunt, für 2-3 Sekunden vielleicht. Bitte habt keine Angst, dass ihr hier nochmal dann auch euren Salto schlagt, dass ihr Viereck gedrückt haltet. Dementsprechend hat den großen Vorteil, dass ihr hier nochmal die ATB-Leisten aufladet, wenn ihr beispielsweise hier mit 6 spielt zusätzlich und Hast schon aktiviert habt, was ich euch nur empfehlen kann, laden sich natürlich die ATB-Balken viel, viel schneller auf. Ihr werdet ihm hier aber auch viel mehr Schaden natürlich so zuführen, also bitte nicht nur beide Flügel abtrennen, ihn da kurz angreifen und dann verschwinden. Ihr solltet immer zusehen, dass Luftstufe 3 nochmal am Start ist und hier seht ihr sehr schön hier, wo ich Stopp gemacht habe, die Zyklonklinge. In der zweiten Phase könnt ihr seine Angriffe auch sehr, sehr gut blocken. Ich mache mal weiter. So, hier blocke ich wieder. Wunderbar. Ihr seht, dass schon wieder fast beide ATB-Balken voll sind. Hier habe ich jetzt auch wieder geblockt. Alles ist gut. Dann haut er nochmal. Wieder geblockt. Sogar perfekt geblockt. Dann kommt die zweite Partikelaufladung, Leute. Die zweite, ganz, ganz wichtig, denn gleich kommt die dritte. Deshalb erwähne ich es. Hier wieder beide Flügel abgetrennt. Das gleiche Spielchen. Ena ist aktiv. Und dann geht es in der entfesselten Offensive, in der wahren Offensivhaltung hier richtig griffig ran. Einmal Luftstufe 3 drauf, ganz, ganz wichtig. Danach nochmal hier 4 gedrückt lassen, dass Cloud hier noch einmal sein Salto macht. Zack, das muss gesetzt sein. Wieder weg, Ena ist noch ungefähr zur Hälfte voll, hab das in meinem Augenwinkel.
fesselnder Griff. Hier war natürlich jetzt dumm, bin ich leider nicht ausgewichen, aber das ist in dem Kampf mit Neo Bahamut grundsätzlich kein Problem, wenn ihr Zek oder Zephyros am Start habt. Mit Zephyros könnt ihr ihn dann extrem gut angreifen, wahrscheinlich euer komplettes Limit füllen beispielsweise. Ihr könnt hier die Barriere bzw. den Wall auf Cloud wirken. Mit Zek könnt ihr den Wall auf Cloud wirken, wodurch magische und physische Attacken halbiert werden. Ihr könnt ihn hier also mit dem anderen Charakter unfassbar lange angreifen. Bitte nutzt dieses relativ große Zeitfenster, wenn ihr wie gesagt mit Zek oder Zephyros spielt. Ich konnte es jetzt hier nicht nutzen. Alleine dementsprechend. Die Attacke knallt aber auch nicht ganz so heftig rein. So, und dann macht er hier seine Partikelaufladung und sofort den Neo-Antrieb. Und das macht er immer beim dritten Mal. Er macht zwei Partikelaufladungen normal. Es ist immer safe gleich. Ihr trennt ihm beide Flügel ab, das ganze Prozedere wie gesehen. Bei der dritten Partikelaufladung passt gegebenenfalls auf, dass ihr ein bisschen weiter wegsteht, so wie ich jetzt. Da macht er seinen Neo-Antrieb und dann ist ganz, ganz wichtig, ihr seht, wie ich jetzt hier griffig den ATB-Boost schon wieder reinknall, weil der Kampf halt relativ lang ist. Achtet immer auf den ATB-Boost und versucht ihm hier auch dann nochmal Luftstufe 3 reinzudrücken und nicht nur hier starr wegzurennen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also bei der dritten Partikelaufladung könnt ihr nicht beide Flügel abtrennen. Er macht hier immer seinen Neo-Antrieb. Seht trotzdem zu, dass ihr ihm hier eine magische Attacke reinpfeffert. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn nicht, ist natürlich auch kein Beinbruch. Aber optimalerweise sollte es dann so laufen. Ihr seht, er ist ganz, ganz kurz gestunt. Ich gehe weiter ran, versuche hier ein bisschen die ATB-Balken zu füllen. Ena im Blick ist noch relativ gut gefüllt, ist noch okay. Hier der Laser, den könnt ihr relativ gut ausweichen. Ich denke, kein wilder Angriff. Jetzt hat er mich hier leider einmal erwischt, ein bisschen ärgerlich. Hier jetzt wieder geblockt. Schöner wäre es in der Offensivhaltung gewesen. Hier blocke ich jetzt auch normal. Reicht natürlich auch dicke, um die ATB-Balken zu füllen. So, und das ist die vierte Partikelaufladung. Die ist wieder ganz normal nach dem Neo-Antrieb. Ganz klassisches Spielchen. Ena ist aktiviert. Luftstufe 2 linker Flügel, Luftstufe 2 rechter Flügel, in die wahre Offensivhaltung rein und dann gib ihm zweimal Luftstufe 3, ganz, ganz wichtig. Ihr seht, das Limit ist schon lange gefüllt und aktiviert. Sucht euch da auch immer eine sehr, sehr gute Stelle aus, wo ihr das Ganze dann aktivieren könnt. Ich werde es natürlich auch gleich aktivieren, werde ich euch zeigen, warum ich das an der Stelle mache. So, alles wunderbar geklappt, schon wieder anderthalb ATB-Balken voll. Hier, wenn er seine Feuerbälle wirft, bisschen schwierig auszuweichen. Passt da ein bisschen auf, dass ihr euch wegdreht. Flare-Laser auch in Ordnung. So, und jetzt hier das gleiche Spielchen. Wieder Partikelaufladung. Natürlich beim fünften Mal rechter Flügel, linker Flügel. Ena ist aktiviert, Luftstufe 2, er ist wieder schockanfällig, also immer das gleiche Spielchen. Wie ich schon eingangs sagte, Neo Bahamut, wenn ihr hier gegen ihn trainiert, optimal, weil er hat nicht so das ganz große Angriffsrepertoire, sag ich mal, wie Odin. Ihr müsst euch nicht ganz so viele Angriffe merken. Hier natürlich in dem Falle jetzt perfekt. Ich habe mir nochmal meine ATB-Balken schön aufgefüllt. Habe keine Angst, weil ich natürlich das Limit in der Hinterhand habe. Wenn ihr das Limit ausführt, seid euch immer darüber im Klaren, dass ihr immun seid gegen jegliche Angriffe. Ihr nehmt also keinen Schaden. Ich will ihn natürlich jetzt hier mit dem Limit in den Schock prügeln. Achtet immer ein bisschen drauf, wann ihr das Limit einsetzt. Kann immer ein sehr, sehr mächtiges Werkzeug sein. Mir hilft es hier natürlich auch sehr, sehr gut jetzt, um ihn in den Schock zu bekommen. Ihr seht, der Kampf neigt sich dem Ende zu. Hier geht es nochmal griffig ran. Das kann auch immer mal passieren, dass man irgendwo reinläuft und weggestoßen wird. Lasst euch davon nicht einschüchtern. Hier habe ich jetzt nochmal Ena aufgefüllt. Das ist ganz, ganz wichtig. War fast am Ende bei mir. Das castet ihr natürlich normalerweise dann in der Challenge mit Zek. Immer mit Zek. Da müsst ihr euch darum nicht kümmern. Ihr könnt Bahamut viel, viel schneller eliminieren. Ich habe es jetzt hier nochmal gemacht. Das ist immer die Variante Nummer sicher, weil wenn er gleich seine Partikelaufladung macht, bei der nächsten Partikelaufladung, ich hätte kein Ena mehr gehabt, dadurch hätte ich große Probleme gehabt, ihm die Flügel abzutrennen und ich war mir zu dem Zeitpunkt nicht sicher, ob ich hier den Kampf beenden kann, deshalb achtet immer auf Ena, ich kann es nicht oft genug sagen, Ena nochmal gecastet, so, dann geht es hier gierig ran, Luftstufe 3 natürlich volles Programm rein, er macht direkt wieder sein Dings und das ist auch wieder jetzt Nummer 6 gewesen, da macht er dann den Giga-Modus, also jedes dritte Mal, wenn er die Partikelaufladung macht, dann könnt ihr ihm nicht beide Flügel abtrennen, das ist jetzt hier Nummer 6, hier wäre es natürlich jetzt optimal gewesen, wenn ich zwei volle ATB-Balken gehabt hätte,
habe ich nicht gehabt, so musste ich jetzt hier ein bisschen in der Defensive bleiben. Also denkt bitte dran, jede dritte Partikelaufladung könnt ihr nicht die Flügel abtrennen, versucht da immer maximal Abstand zu haben. Das hatte ich jetzt hier vergessen, war leider ein kleiner Fehler. So, dann geht's weiter. Transformation natürlich. Jetzt macht er hier sein Zwillingsgeschütz, da bin ich leider das erste Mal nicht vernünftig ausgewichen. Das macht er auch immer erst nur, eigentlich nur ein einziges Mal während des Kampfes. Das ist meine Erfahrung, ganz, ganz am Ende des Kampfes. Wenn er fast down ist, macht er hier dieses Zwillingsgeschütz. Bin ich leider nicht gut ausgewichen, sei es drum. Solltet ihr auch kennen natürlich den Angriff. Hier der Laser, dem ist einfach auszuweichen. Fesselnder Griff natürlich auch. Danach habt ihr auch immer ein kleines Zeitfenster, ihn ein bisschen anzugreifen. So, wunderbar, jetzt knall ich hier drauf. ATB-Boost wieder rein. Ihr seht, ATB-Boost habe ich sehr, sehr gut mit gespielt. Habe ich nicht vergessen halt hier in der Runde. Also ATB-Boost ein sehr, sehr mächtiges Werkzeug. Ena ist aktiviert. Und da neigt sich der Kampf hier dem Ende zu. Ich brauche letztendlich nur noch zwei volle ATB-Balken. Hier bin ich nochmal an sein Schwänzchen irgendwie anscheinend ein bisschen rangetitscht. Bin nochmal kurz zurückgeworfen worden. So, und dann knall ich hier nochmal Luftstufe 3 rein und dann ist der Kampf gewonnen. Also das ist der Fight gegen Neo Bahamut. Das sind meine Tipps und Tricks. Wie gesagt, trainiert das gegen ihn. Schaut euch auch gerne das Video zu Odin an. Dann seid ihr perfekt gerüstet für das Zeug zum Heldentum und für Freundschaftsbeweis. Die beiden wirklich schwersten Challenges im Spiel. Falls ihr es doch nicht schaffen solltet, checkt sehr, sehr gerne meine Videobeschreibung aus. Ich biete auch einen Trophy-Service zu dem Game an. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video weiterhelfen. Bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dahin, macht's gut, bis bald und tschüss.